Wir sind heute da bei einem Verkehrsunfall. Wir haben zwei eingeklemmte Personen gehabt. Der Verkehrsunfall dürfte sich so zugetragen haben, dass zwei Frontalzusammenstoß gehabt haben. Im Zuge dessen sind sie auf den Gehsteig gekommen und haben leider eine Person erwischt, die was da gerade gegangen ist. Unser Hauptaugenmerk war natürlich die Personenrettung. Es waren alle drei Personen stark verletzt. Es ist die Feuerwehr unter Weitersdorf zur Unterstützung gekommen. Das Rote Kreuz war da mit zwei Notärzten und drei Sandwegen. Die ersten Rettungsmaßnahmen von uns in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr waren dementsprechend, dass wir das Auto wegbringen haben müssen, dass wir die schwer verletzte Patientin, die unterm Auto eingeklemmt war, eben freibringen. Wir werden jetzt die Personen, wenn es noch nicht so passiert ist, ins Krankenhaus verbringen und dann wieder einrücken Richtung Dienststelle. Das Rote Kreuz Gelnenkirchen und Bregarten sind heute zu einer Übung alarmiert worden bei einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, gemeinsam mit den Feuerwehren Unterweitersdorf und Gelnenkirchen. Übungsannahme war ein Kreuzungscrash im Bereich der B125 bei Kilometer 13,6 am Dumbacher Berg. Bei diesem Verkehrsunfall wurde eine Passantin vom Pkw überrollt und blieb unter dem Fahrzeug liegen und die Lenker der Fahrzeuge waren eingeklemmt. Die Aufgabe der Feuerwehren war das Befreien und schonende Retten der Personen aus den Fahrzeugen und die schonende Rettung der Patientin, die sich unterhalb des PKWs befand, und die Übergabe an das Rote Kreuz zur weiteren Versorgung. Für die weitere Versorgung hatten wir zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und drei Sanitätseinsatzwegen vor Ort, welche die eine umfassende Betreuung der Patienten durchführten. Die Übung wurde äußerst realistisch aufgebaut unter der Verwendung von mehreren Statisten. Für die Statisten wurden entsprechende Sicherheitsvorkehrungen und eine realistische Unfalldarstellung durch unser engagiertes Team vorgetroffen, um ein realistisches Übungsszenario für die Einsatzkräfte zu bilden, welches die Einsatzkräfte bravourös meisterten. Beteiligt waren vom Roten Kreuz ungefähr 20 Einsatzkräfte, zwei Polizisten und meines Wissens pro Feuerwehr zwischen 20 und 25 Einsatzkräfte.